Es waren die 1960er Jahre, in denen sich das neue Medium Fernsehen etablieren sollte. Bewegende Bilder von großen Ereignissen, wie etwa der Mondlandung, spannender Sportveranstaltungen, aber auch von Terroranschlägen und Geiselnahmen, wurden nun direkt in viele Wohnzimmer gesendet. Solche Fernsehereignisse prägten ganze Generationen, die zur gleichen Zeit das Geschehen am Bildschirm verfolgten. Besonders emotional und hautnah vermittelten die Aufnahmen des Vietnamkriegs das Leid und die Zerstörung vom anderen Ende der Welt. Weltweite Proteste waren die Folge. Mit der Wirkung von bewegten Bildern mussten sich nun auch Politikerinnen und Politiker auseinandersetzen. Ein besonders wichtiges Ereignis war dabei das allererste Fernsehduell im Wahlkampf um die US-amerikanische Präsidentschaft am 26. September 1960. Vizepräsident Richard Nixon und sein Kontrahent John F. Kennedy hinterließen dabei einen sehr unterschiedlichen Eindruck. Die Erscheinung des vom Wahlkampf erschöpften Nixon wurde dabei durch die ungünstige Farbwahl seines Anzugs unterstrichen. Er wirkte blass und schwitzte stark im grellen Scheinwerferlicht. Kennedy dagegen glänzte. Perfekt geschminkt und souverän auftretend, gewann er die Sympathien vieler Zuschauer. Seither spielte der optische Eindruck von Politikerinnen und Politikern eine immer wichtigere Rolle. Denn mit dem Fernsehen gewann die Bildproduktion an starkem Einfluss und so auch visuelle Signale zur Vermittlung von politischer Macht.